So, und da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Und ich habe jetzt was herausgefunden. Wir können uns umziehen mit dem Rufus-Kopf-Symbol. So, und schon sind wir Cletus und können jetzt. Tja, was können wir denn machen? Wir können erstmal zur Rezeption. So, und können jetzt hier gefahrlos vorne. Was glotzen Sie denn so, Oppenbott? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Boah, der ich meine Roboter beleidigt. Oh, der Boah, Inspektor. Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Tja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Okay, ich nehme die Tasche mit. Aber Herr Inspektor, ich habe doch noch gar nicht bezahlt. Gut aufgemerkt, Oppenbott. Wenn Sie weiterhin so fleißig mitdenken, lasse ich Sie vielleicht heute Abend meine Perücke entfetten. Zu gütig. Ja. Ja. Hat auch eine Perücke auf, ne? Also, er sieht so verändert aus. Naja. Wir gehen mal zu den Zimmern. Zu Docs. Oh. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Ach so, damit hatte ich nämlich gerechnet, dass die sich doch jetzt verstecken müssen. Aber hier kann man noch nichts machen. Gegensprechanlage. Okay. Schauen wir mal. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Die 5 sind wir dann. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, das sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann. Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne dinieren. Ist unsere Wäsche schon fertig? Ich würde gerne etwas sündhaftes Teures auf mein Zimmer. So. Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ist unsere Wäsche schon fertig? Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen, anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich hätte gerne mal mein... Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun?
Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Okay, dann schnell mal raus. Und jetzt hier unten rum. Weil... Hier kommt der Dummdepp, der genau. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Okay. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Zur Rezeption schnell, warum auch immer. Tasche. Wenn ich sie was hier fehlt oder wenigstens ein paar. Tasche. Was sollen wir hier an der Rezeption machen? Herr Inspektor, also alles zu Ihrer Zufriedenheit? Weit davon entfernt. Ich sterbe vor Hunger. Oh, prima, das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ich hätte gern einen Menüplan. Klingeling! Das ist ja cool. Und schon wieder der... Haben Sie schon... Ist in... Ich hätte gern einen Menüplan. Menüplan, und hallo. Haben Sie schon ist in Arbeit. Okay. Mir fällt gerade was ein. Wir haben da hier so ein dritte Schraube. Wir haben hier eine Mutter. Okay. Wir können anscheinend die Zeit beeinflussen. Rezeptionist. Und schon, wie haben Sie schon... Ich habe noch nichts vom Menüplan ausgewählt. Das ist ja... Okay. Ich gehe gerade mal hier hinter. Und nehmen wir die hier. So. Wie schnell er sich einfach umziehen kann, das ist so. Wahnsinn. So. Hallo. Ah, der Gasthaus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Okay, da kommt der Oppenbot wieder. Der depperte, 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 Dummdepp. Der Dummdepp. Okay. Jetzt haben wir aber immer noch keinen Menüplan. Ähm.
Oder haben wir einen Menüplan? Okay. Okay. Gehen wir mal hier so rum, genau. Jetzt haben wir haben keinen Menüplan im Inventar, aber ich denke mal, wir haben einen im Dingens. So, jetzt muss ich hier gegenspringen. Okay, jetzt muss ich hier. So. Hallo, Rezeption. Immer zu Dienst. Wie laut? Zimmer 5. Zimmer. Echt jetzt? Ja, wie kann ich Ihnen. Ich will etwas essen. Was soll die Blöde? Da steht doch sowieso nur. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Verwirrt. Kein Problem. Okay. Gehen wir mal in Docs. Ach Quatsch, in Deklites Klamotten. Yeah. So. Hallo. Oh. Okay. Hier will keiner mit uns reden und so weiter und so fort. Hallo. Zimmer 1. Ich würde gerne dinieren. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Klites. 12 Uhr. Klites. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Okay. Dann habe ich jetzt eine Idee, um das Ganze zu beschleunigen, beziehungsweise zu triggern. Gehen wir hinter die Uhr. Und machen mal die Zeit so ein bisschen, ne? Jetzt haben wir es. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer ein Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Klites, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Na, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Funktioniert auf jeden Fall. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Ja, das sehe ich auch so. So, ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel. Eider, sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Dankeschön. Die werde ich gut gebrauchen können, glaube ich. So, zu den Zimmern. Zimmer 9? Jetzt hat er mir Zimmer 9 gegeben. Hä? Was? Och nö, der Fuzzi an der Rezeption. Ja, ich wollte schon sagen. Moment mal. Nein, danke. Da bringen mich die 10 Pferde der 10. Ach so, nee, warte mal hier zur Rezeption. Das hat er mit dem falschen Schlüssel gegeben, der Feudel. Und schon wieder der Inspektor. Ist alles zu. Nichts! Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin.
Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei. Aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Und wie? Wenn ich fragen darf? Keine Zeit für... Ich muss verhindern... Ja. Keine Zeit für Spazier... Ich muss verhindern... Hallo. Was hier fehlt, ist... Oder wenigstens ein... Das? Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Ja, und jetzt? Keine Zeit für... Ich muss verhindern... Ja, aber er hat den... Solche Taschen sind echte... Was? Nee. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Poltergeister, und damit wie habe ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Jetzt hätte er aber doch die 1 genommen, oder? Hat er jetzt die 1? Hat er die 1? Ich bin mir nicht sicher. Nanu, gibt es... Und ob es die... Sie haben mir schon... Oh, das kann... Darf ich mal sehen? Zimmerschlüssel 5? Da brat mir doch einer ein Storch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. So, jetzt kommen die Zahlen wieder zu sich. Und jetzt gehen wir wieder nach vorn. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung... Ich will diesen... Und? Ja, aber die... Ich will... Verstehe ich jetzt nicht ganz. Haben wir es jetzt? 12 oben, 6 unten. Perfekt, die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Ja? Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbott ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbott? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist er denn hin? Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Alter. Da kriegt man ja einen Mindfuck ohne Scheiß. Wir sehen uns aber erst in der nächsten Folge wieder, Leute. Machen wir mal kurz Pause. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao mit Au und Ö.